Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn. Und weiter geht's mit Gnomoria. Ich habe mir gerade die Wahlergebnisse mal angeschaut. So Europawahlen und so. Und, ja, keine großen Überraschungen, sag ich mal. Ja, das dauert noch ein bisschen. Brauchen erstmal Holz hier. Und dann finde ich es super, wenn die das mal hier bauen würden. Eine Sache werde ich aber noch machen. Jetzt hier das mal gerade beenden, wo die dran sind. Dass da mal weitergehen kann. Ja, das braucht auch noch ein Weilchen, bis unsere neuen Rüstungen fertig werden. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Wir könnten noch ein paar Fackeln bauen. Oder? Paar Tage noch, dann haben wir auch Winter. Den sollten wir wohl überstehen. Jetzt hatten wir hier bis 20. Und dann haben wir immer noch die Jagdmilch. Wird dann da der Zaun da auch schon mal zugemacht. An der Seite. Und dann wird das Ganze auch mal ein bisschen anhalten. Aber jetzt wird auch endlich wieder geerntet. Ist auch eine wichtige Aufgabe. Damit schönes Brot gebacken werden kann. Ich backe ja mein Brot und meine Brötchen backe ich ja auch selber. Klingt zwar jetzt ein bisschen doof, aber das macht schon Spaß. Da müssen noch ein paar Kisten gebaut werden, ja, das ist auch richtig. Könnt jetzt natürlich auch schon die Einrichtung für die ganzen Zimmer machen, aber dann habe ich wirklich die Befürchtung, dass der Wert des Königreichs einfach zu stark steigt und ich dann mit den Angriffswellen nicht mehr klarkomme. Also zwei Goblins, das kriegen wir ja noch irgendwie hin. Aber wenn das dann zu viele werden, dann wird es dann schon kritisch.
ganzen Sachen drin. Salzschwert. Ja, wenn jetzt der Händler käme, dann könnte man vielleicht halt ein oder andere verkaufen oder auch eintauschen in Sachen, die mir jetzt etwas dringender bräuchten. Aber ich habe auch gar nicht mehr in Erinnerung, wie der Wert von den einzelnen Sachen ist. Ja, und jetzt haben wir Winter. Hat ja ein paar Folgen lang gedauert, bis wir dahin gekommen sind. Und ein Yak ist im Winter geboren. Lasst mal gucken. Da werden nur drei angezeigt, weil eins nicht drin steht. Jetzt aber. Hä? Ja, es sind sogar alles Mädels. Dann lassen wir das auch. Dann können wir nämlich die Milch schön mitnehmen. Und ich glaube, die kriegen wir über den Winter. Ich glaube, ich erweitere das aber noch ein bisschen. Gucken wir mal. Ne, immer noch 4 von 4. Muss ich noch ein bisschen größer machen. So, 4 von 5. Gucken wir mal, vielleicht kommt hier noch eins. Dann müssen wir eigentlich auch da... Ups. Autosave. Erstmal remove ramps. Die müssen weg. Wow, 4 Gnomads. Wunderbar. Das ist gut. Allrounder. 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 Dann können wir die nämlich auch wieder Squads zuteilen. Dann hätten wir nämlich 3 vollständige Squads. Wenn jetzt, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja, nicht ganz. Oder habe ich einen übersehen? Nö, habe ich nicht. So. Dann funktioniert das Ganze dann doch auch ein bisschen einfacher. Das ist... Da liegt auch schon einer drin. Das ist frei. Das ist auch frei. So. Da müssen die dann gerade mal vorlieb nehmen mit den Strohbetten. So, normalerweise müsste das doch reichen, wenn ich dann
Hier muss ich ja kein Gehege, keinen Zaun machen, weil da könnt ihr ja nicht draufklettern. Falls wir mit dem Essen vorher noch Schwierigkeiten kriegen sollten, hier liegt, oder beziehungsweise hier hängen die Bäume noch voll. Und wir haben bestimmt noch woanders auch noch Obstbäume. Ein legendäres Brot. Na, das würde ich auch gerne mal essen. Haben wir wieder kein Holz? Jo, wir haben wieder kein Holz. Ist da auf. Dann hauen wir das hier nochmal gerade weg. Jetzt haben wir hier ein paar Leute mehr. Können zwar jetzt trotzdem nur zwei. Und dann löse ich das nochmal auf und pflanze es nochmal neu. Einfach mal. Dann können die zumindest üben. Das muss jetzt so gehen. Wir uns, glaube ich, mal noch zwei Steinhacken. Und zwei Äxte. Die Verteilung der Jobs ist mit Sicherheit nicht optimal. Ja, weil manche Sachen brauchen halt schon extremst lange. Und es liegt einfach da, also meiner Meinung nach, damit zusammen, dass ich ja jetzt ganz viele Allrounder drin habe, die ja eigentlich alles machen und auch die Sachen, die sie nicht so gut können. Und dementsprechend brauchen die natürlich auch ein Vielfaches der Zeit dafür. Wenn ich die Jobs anders verteilen würde, könnte das mit Sicherheit besser klappen.
Er ist es trainingsmüde, der geht schlafen. Wir haben bestimmt wieder kein Holz. Yep. Ich bin echt gespannt, ob das tatsächlich was nützt, wenn ich die ja jetzt da trainieren lasse, ob das dann wirklich einfacher und besser für die funktioniert, die Goblins da umzuhauen. Müsste man sich eigentlich einmal ausgucken. Fighting 12. Also Fey. Okay, auch gut. Das war ja schon mal okay. So, jetzt mache ich das da wieder weg. Na, wollen wir das Feld nachher noch vergrößern oder nicht? Ich glaube, ich setze mal eher dahin. So. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Darum bemühen tut sich zumindest keiner. Wir brauchen Holz. Wir brauchen wirklich dringendst Holz. Profession. Allrounder, lasst mal gucken. Unter was zählt denn das? Das müsste doch unter Farm zählen, oder?
sind sie zumindest noch dran, wieder Samen zu pflanzen. Und du siehst mir sehr langsam aus. Vielleicht fehlt dir irgendein Körperteil oder so. Hatte ich auch schon gehabt. Ein Gnome ohne Beine. Die müssen dann immer von anderen getragen werden. So, ja, jetzt fangen sie an. Okay, gehört das wohl zu Farmen? Aber das hilft ja nichts, wir brauchen trotzdem noch Holz. Aber das Buchenholz, das lasse ich noch. So. Ja, hätte meine Birke mit drin. So, aber nicht. Der totale Kahlschlag. Was machen die denn da? Sind die da jetzt im Trainieren oder was? Ihr müsst aufpassen, ja, Spaß wird schnell ernst. Ups. Na, beweg dich mal nicht so viel hier. Dann mach ich's anders. So, gucken wir mal. Skills. Fighting 9. Na, das ist natürlich nicht so berauschend, ne? Es hat auch wieder aufgehört zu regnen. Das ist sehr schön. Aber es kann ja ohnehin nicht immer regnen. Und was liegt da? Ein Yak Bone Shirt. Ich glaube, von den eigentlichen Rüstungen oder... warte, da könnten wir eigentlich mal gucken. Eine Brustplatte. Kupferhelm, Kupferhelm und Kupfer. Mhm. Okay. Also einen könnten wir schon mal ausrüsten, aber da will ich warten, bis wir fünf haben. Dann kann ich zumindest ein ganzes Squad damit ausrüsten. Macht, glaube ich, etwas mehr Sinn. So, dann wird das hier auch bald fertig. Und dann bin ich gespannt, ob ich da jetzt die Armbrüste bauen kann. Ein bisschen Leder haben wir bestimmt auch noch übrig. Dann können wir nämlich noch Köcher machen und dann ein Fernkampf-Squad machen. Oder wir machen halt nochmal, tun zwei auf Fernkampf und die anderen auf Nahkampf oder so. Muss man mal überlegen, wie wir das am besten machen. Versuch macht klug. So, und ich nehme schon wieder über 25 Minuten auf, weil ich einfach nicht auf die Uhr gucke. Naja, gut, da muss ich jetzt hier einen Gewaltschnitt machen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch Spaß. Ciao.